Es sind im Wesentlichen drei Punkte. Wir werden an einer Stelle die Möglichkeit haben, alle Informationen über aktuelle Kampagnen einzusehen und dort auch alle Materialien einzusehen. Zum Zweiten werden wir die Möglichkeit haben, auf dieser einen Plattform all diese Informationen in eine Kampagne zu gießen und all die Ausspielkanäle über diese eine Stelle steuern können. Und zum Dritten wird man auch im Nachgang sehen, was habe ich eigentlich im letzten Quartal, im letzten halben Jahr auf diesen Kanälen getan, wie viele Endkunden habe ich erreicht, auch wie viel Budget habe ich schon ausgegeben. Ich muss nicht mehr an vielen verschiedenen Orten den gleichen Content immer wieder buchen mit einzelnen Logins, sondern ich habe die Möglichkeit, von einer zentralen Stelle aus alle Kanäle zu bedienen. Also im Portal wird man nachher aussuchen können, es ist für die Zielgruppe junge Kunden, Firmenkunden oder auch Privatkunden und sagen wir auf verschiedene Medien sozusagen und Kampagnen sozusagen darunter auch subsumiert. Aber natürlich werden wir nicht nur Anzeigen anbieten, sondern halt auch Bewegtbild-Content, aber auch Social-Media-Content, weil wir wissen, dass meine älteste Tochter ist 17, also sie wird jetzt 17, über Fernsehen kann ich sie überhaupt nicht mehr erreichen, wenn dann vielleicht noch Voice of Germany oder Germany's Next Topmodel, aber der Rest ist eigentlich nicht mehr möglich. Netflix oder DAZN, im Moment kann man noch keine Werbung machen, also muss ich die sozusagen digital ansprechen. Und bei der Vielzahl der Werbekanäle, Instagram, YouTube und so weiter, kommt man ja auch nicht mehr so richtig hinterher. Deshalb wird es auch im Portal verschiedene Assets und auch Werbekanäle geben, wo ich dann halt direkt dann auch da Werbung halt thematisieren kann und einsteuern kann. Auch sicher nicht alles zum Start, aber das wollen wir halt auch wie eine Treppe sukzessive immer ausbauen.